Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich bin auch kurz zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. In der letzten Folge haben wir Cloud und Hades auf die Fräse gegeben. Jetzt können wir eine neue Welt betreten. Ich glaube, den nächsten Raum haben wir schon betreten, oder? Ich meine ja, weil ich glaube, ich habe von da aus die Trainingssession begonnen. Ich bin Level 21, habe abwechselnd wieder KP und Lebenspunkte, LP und KP erhöht. Habe einige Änderungen hier an meinem Deck gemacht. Und ich glaube, 30. Ich habe eine stärkere Karte von Cloud bekommen. Ich aber nicht reinpacken kann, verdammt. Warte, Wohnwille ist das auf dem Weg. Weil ich will Cloud drin haben, der ist nämlich gut. Nehmen wir hier die raus und die nehmen wir raus. Und ha. Bams. So. Einer kann ich jetzt nicht reinpacken, ne? Doch, was? Ja. Ja. Gut, ausgezeichnet. Weiter. Vielleicht noch machen sollen vor der Aufnahme, aber was soll's. Gut, auf in die nächste Welt. Und zwar ist die... Haben wir schon mit euch gesprochen? Ja, ich glaube, das haben wir schon. Gut, letzte Welt war die Arena des Olymps. Und jetzt nehmen wir uns, würde ich sagen, Agrabah vor, weil das wäre theoretisch die nächste, die gekommen wäre. Machen wir Agrabah. Arabische Welt. Bei 8 sind wir, oder? Geht relativ schnell. Wir haben schon 3-4 Welten hinter uns. Wunderland. Traverse, Wunderland und die Arena des Olymps. Ja, geht schnell. Schön. Das sieht 1:1 aus wie aus Kingdom Hearts 1. Obwohl die Cutscenes sehen, glaube ich, immer gleich aus. Schau so, oh, da steckt wer in Schwierigkeiten. Wir müssen etwas tun. Brauchst du Hilfe? Danke, ich dachte schon, ich wäre erledigt. Dann komm mal her. Machen wir mal Cloud als erstes einsetzen. Wieder zwei Parts pro Welt. Da geht sehr schnell für mich. Finde ich gut. Erstmal kommen näher an Kingdom Hearts 2 ran. Weil ich die Trainingssession angefangen habe. Ich voll vergessen, wie die Steuerung ging. Und da war nicht so stark. Und ich mehr Gegner auf. Zählen lassen. Ich glaube, ich kurz vorm Level ab, oder? Hier und da habe ich ein paar Heroes-Karten mal reingepackt. In mein Deck. So, Goofy, mach alle platt. Wie einer kommt mit 8. Oh, Aladdin. Das war übrigens Aladdin, ne? War irgendwie klar. Ah! Das Ding einfach weg. Toll, alles Nullen. Alter. Unzerstörbare Wampe. Da ist schon wieder eine Karte verschwunden. Komm mal her. Da sind eins Stürme, mach mal. Geil. Da möchte ich öfter einsetzen, wenn es geht. Versuchen wir nochmal Cloud. Da müssen jetzt aber abziehen, oder? Mehrere von den Karten. Ausgezeichnet. Oh, jetzt müssen wir ein Spezialmanöver bekommen, Zantel zu kennen. Dann komm her. 0 oder 27. 39 oder 30.
Gut. Sind nicht One-Hit-Kill-Dingen? Ich mir die Beschreibung mal anschauen sollen. Aber egal. Story. Es werden immer mehr. Dann sehen wir doch mal, ob die Legende wahr ist. Wunderlampe, mein erster Wunsch. Schaff uns die Hasslosen vom Hals. Und verschwend meinen ersten Wunsch. Aus dem Weg, Kinder, hier kommt der Geist aus der Lampe. Nichts, was ich nicht gebannt gebe, wenn wir doch bloß einen Ofen zur Hand hätten. Genug des Trocknen, um aus einmal herzlos verschwinden lassen, kommt doch fort. Ich fand das war voll die Verschwendung. Hör je! Du hättest ihn gleich rufen sollen. Der hat mal schon geschafft, Erfahrungspunkt und so. So einfach ist das nicht, wisst ihr? Das hätte ich selbst nicht besser sagen können, aber ich sag's trotzdem. Jeder Meister hat nur 3 Wünsche frei und sich neue Wünsche wünschen gilt nicht. Du hast noch 2 Wünsche übrig. Nutze sie mit Bedacht. Ich muss irgendwie zum Palast zurück, aber bei all den Herzlosen hier. Hey Sora, wir müssen doch auch dorthin. Warum gehen wir nicht mit Aladdin mit? Müssen wir dorthin? Die Idee finde ich gut. Sabah, müssen wir dahin. Das wäre super. Ich danke euch. Sabah, müssen wir dahin. Gerade ist in die Welt gekommen, wir wissen noch gar nicht, wie es hier aussieht. Hallo? Leute? Ich bin auch noch hier. Okay. Dann sind wir jetzt in der arabischen Welt. Agrabah. Geht. Ich muss mal alles kaputt hauen, oder? Ausgezeichnet. Geh weg. Ah. Ah, Spinne. Na, ah. Oh, echte Spinne. Aufhalten, die blöden Dinger können explodieren. Dann krieg ich keine Erfahrungspunkte und das kotzt mich an. Sehr gut. Mal wieder am Mokri-Shop. Bringt es irgendwie nicht so in Arena zu Limbs. Ich habe zwar noch keinen neuen geholt, aber ist kacke da. Ja, Lampe mit 2, natürlich. Ich probiere mir jetzt. Weil, wo bin ich reingelaufen? Ach, da ist einer aufgetaucht, okay. Ich war in der Aufnahme gesehen. Ja, ich brauche mehr Magie, weil Magie ist, glaube ich, ein bisschen stärker in dem Spiel. Oh, Cloud, triff irgendwas. Sehr gut. Unbedingt 2 Clouds. Dann wird der viel nützlicher. Feuer verschwindet. Ich will aufpassen bei diesen Null-Dingern. Mit Null-Karten, die bekommen ja auch einen Punkt dazu. Wenn ich hier den Schatten durch einsetze als Fähigkeit. Erstmal mit Schatz. Hab ich jetzt so viele. Vielleicht so wenig Gegner wie möglich kaputt hauen. Ich habe schon genug Level Ups bekommen. Auf Screen, also brauche ich jetzt nicht. Weil wir haben die Gegner ja gesehen, dann kommen wir weiter. Achso, ja. Pff. Schon, wo sind der Gegner? Hallo? Ich habe Gravitas bekommen. Okay. Damit. Versuch so viele verschiedene Schwerter wie möglich meinen Deck halt zu packen. Einfach damit es ein bisschen bunt ist. Habe ich nicht so gut. Man sollte vielleicht so auf die Kombination achten und so, ne? Also ist noch ein Schatz. Wie wär's mit noch ein Schatz? Kein Bock auf Gegner.
Ja. Ich habe gleich ein Part hier. Mal schon. Na, Lampe mit Null. Feuer, Feuer, Feuer. Drei. Ma. Ich darf gegen die Wand hauen. Vier. Da müssen wir jetzt schon lang. Da müssen wir lang. Da ist mir noch ein Schatz. Ich habe auf Screen genug trainiert, also muss jetzt nicht. Ja, ich versuche das Projekt so kurz wie möglich zu halten, ich weiß. Aber ist ja auch so, ich habe ja auch auf Screen trainiert. Es ist nicht, als würde man irgendwas Bedeutendes verpassen, wenn man jetzt hier kämpfe ließ. Schon wieder Feuer. Die ganze Zeit Feuer. Ich rauche doch gar nicht. So, Story-Fortschritt. Seid ihr die erste Welt, wo wir einen Gefährten an unserer Seite haben? Ich glaube ja, ne? So, den Ding haben wir uns sowieso nie. Ich auch nicht. Das ist der falsche. Ja, aber die Dinger sind schon da drin, ne? Da oben sind wir lang. Hier. Oder? Alter, wo? Da, ach so, da hinten. Was war mit dem Mogi-Raum? Mal gucken, ob die jetzt hier bessere Sachen haben. Ich weiß, ich sterbe es langweilig, aber... Was soll's? Aber mache ich mehr Stände eher kaputt. Stände. Mann, muss ich jedes Mal gegen die blöde Wand hier knallen? So, was geht? Gib mir Zeugs. Oh, geil. Wir noch keine seltenen, weil das Cloud noch mal blau, ne? Immer allgemein ein bisschen mehr Magie, aber nicht gut. Noch eins, neun Eis, okay. Keinen einzigen Cloud, danke. Und die kann man direkt wieder aufballern. Der einzige, der ich nur ab, ist ein Vierer Cloud. Super. Na gut, das war wieder scheiße Verschwendung. So, haben wir jetzt hier die richtige Tür. Acht, ja. Weshalb gehst du denn zum Palast Aladdin? Dieser nichtsnutzige königliche Visier Jafar hat mich ausgetrickst, damit ich ihm die Wunderlampe aus der Wunderhöhle besorge. Aber in der Höhle wimmelte es nur so von Herzlosen. Ich bin froh, dass ich es heil nach Agrabah geschafft habe. Gab es vor Ort niemanden, der dir hätte helfen können? Jafar hat vielleicht Nerven, solche gefährlichen Befehle zu geben. Ich weiß, wo du dich fühlst, Meister. Seit 10.000 Jahren scheuchen mich die Menschen mit ihren Befehlen herum. Und wer hilft mir? Ich träume seit langem davon, dass mir wer die Freiheit wünscht, aber die Chancen stehen schlecht. Wie wäre es, wenn ich dich mit meinem dritten Wunsch befreie? Habe mein Spitzenöhrchen richtig gehört, Meister? Willst du was tun? Bei meinen Dutt, du nimmst mich doch nicht auf den Arm, oder? Ehrenwort, Genie. Es gibt ohnehin nur eine Sache, die ich mir wirklich wünsche. Dann gehen wir die Sache doch an, Erl. Ich darf dich doch Erl nennen, oder? Und was willst du dir wünschen? Ruhm, Reichtum, eine Erde Kamele, die
du deinen eigenen kannst. Naja, es gibt doch ein Mädchen. Ihr Name ist Jasmin. Sie ist die Prinzessin von Agrabah. Und das ist das Problem. Für einen Jungen wie mich ist es schwierig, sie zu treffen. Und so fing alles an. Ich dachte, wenn ich den Schatz aus der Wunderhöhle hole, dann würde Jasmin mich vielleicht treffen wollen. Das klingt so, als wünschest du dir Jasmin jederzeit sehen zu können, richtig? Dann nehmen wir doch gleich das ganze Paket. Triss die Lady nicht bloß. Wir machen dich zum Prinz Ali. Wie klingt das in deinen Ohren, Al? Ich, ein Prinz? Kannst du das wirklich tun? In einer agrabarischen Minute. Dann ist die Legende also doch wahr. So, schnell. Gehen wir zum Palast. Schlüssel der Fügung halten. Hab ich das in einem Part schaffe? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Aber es ist wirklich nicht so. Das Spiel ist ein bisschen linear, also falsche Taste. Also ist es jetzt nicht wirklich so, als würde ich hier irgendetwas. Weiß ich nicht. Ich bin schon wieder falsch gegangen, oder? Ja. Ach. Die Bosskämpfe sind irgendwie das, was am lohnenswerten ist hier. Und die Story in dem Spiel, finde ich. Sag mir das Richtige, ja. Meine Premium-Karten weg. Aber bis zum Speicherpunkt habe ich auf jeden Fall. Bis ich mir eine stelle, meine ich. Wir haben 16 Minuten. Ich dachte, wir haben schon 18. Hey, seht euch das an! Das ist ja... Das ist Jasmin! Sie braucht Hilfe! Wir werden das nie rechtzeitig schaffen. Was? Dann habe ich keine Wahl. Genie, ich wünsche mir, dass du Jasmin rettest. Geht klar. Ah, wenn sie mich auf den Arm nehmen, das schaffen wir nie rechtzeitig. Wir hätten einfach da runterspringen können und... Boah. Jasmin! Ein Glück, sie ist bewusstlos. Sieht aber aus, als sei sie okay. Jetzt hast du aber bloß nur noch einen Wunsch übrig. Den du übrigens auch hier voll verschwendet hast. Nicht schon wieder. Entschuldige, Genie, du bist der Einzige, der... Was? Warte, das ist dein letzter Wunsch. Verschwende ihn nicht. Zwar können wir uns das Wünsche erfüllen. Ja, brennt sich nicht all deine Wünsche raus, du Idiot. Gut. Oh. Ja, kämpfen, geht noch mal kämpfen. Das ist so lange in diesem Partner mehr gekämpft. Daneben. Wieso kriege ich nur Nullen von Aladdin? Bringt mir nichts. Sieht halt nicht viel aus. Wir sind immer noch mit einem Kombo weg. Ah. Wuff. Ja, etwa irgendwie klar. Donald. Mein Gott, gib mir mal vernünftige. Ah. Oh, der. Oh, ich mache mich schon wieder kurz mal Level ab. Oh, bitte. So, einfach nicht. Hier, 5. Das war mal ein geiler Donner. Alter. Oh, wie macht die platt? Ist ein bisschen überpowered in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Alter! So, komm her, Cloud, mach den fertig. Steht seine Wand auf. That hair. Ja, wird nichts mit dieser Welt, diesen Part.
Trick für. So, gut. Ein Etra mit 3. So ein Trick. 3 ist zu wenig. Okay. Siehst du, Genies Hilfe war nicht nötig. Danke, Sora. Ich habe jetzt also noch einen Wunsch frei. Was in aller... Was ist los? Oh nein, die Lampe. Sie ist verschwunden. Jetzt echt drauf, Leute. Sieht so aus, als sei mein Plan nicht aufgegangen. Ich war mir sicher, du würdest deinen letzten Wunsch vergeuden. Schließlich war Jasmin in Gefahr und es galt, die Herzlosen zu bekämpfen. Aber egal, so oder so bin ich jetzt der Herrscher über die Lampe. Warum tust du das, Jaffa? Ich habe die Lampe gebracht, um die du mich gebeten hast. Versuche nicht, mich auf den Arm zu nehmen, Junge. Du wolltest mit der Lampe Jasmins Herz gewinnen. Aber das können wir nicht zulassen. Ich bin derjenige, der Jasmin heiraten wird. Du? Wenn ich die Prinzessin heirate, hält mich nichts mehr davon ab, Sultan von Agrabah zu werden. Du bist nicht weiter als ein Bauer in meinem Spiel, du kleine Knallratte. Geist, mein erster Wunsch, bring mir Jasmin her. Ist sie überhaupt? Genie, was machst du da? Tut mir leid, Al, mir sind die Hände gebunden. Ich habe denjenigen zu gehorchen, der im Besitz der Lampe ist. Exakt, lebe wohl, Aladdin, du Narr. Jetzt gehe ich. Toll, jetzt habe ich Jasmin und die Lampe verloren. Du hast später noch Zeit, dich schlecht zu fühlen. Wenn du dich nicht zusammennimmst, wirst du Jasmin nie mehr wiedersehen. Du hast die Lampe verloren. Na und? Du kannst sie immer noch selbst retten. Jemand zu verlieren, der wichtig ist, ist schlimm. Ihn nie wieder zurückzukommen, ist aber viel schlimmer. Sora. Du hast recht, ich darf jetzt nicht aufgeben. Ich werde Jasmin retten. Aber Jafar hat die Lampe. Wir können ihn nicht einfach zu ihnen und hoffen zu gewinnen. Vielleicht doch, ich habe da eine Idee. Hör zu. Wir machen das. Schlüssel des Seins. Ja, gehen wir schon mal zu den Raum hin, davor und speichern. Ne, guter Plan, toller Plan. Ausgezeichneter Plan. Es ist ein guter Plan. Gut. Wo muss ich hin? Warum lande ich immer an den komischsten Orten? Wenn es da lang geht, weg. So, jetzt hier lang. Da lang. Dann sind wir schon fertig. So. Dann her mit dem Punkt. Den Speicherpunkt. Dann kann ich den Part hier schon beenden, indem ich erstmal ein paar Sachen hier zu klein und zwar bearbeitet habe. Zum Beispiel diesen Krug. Die Gravitas. 8 Gravitas. Gravitas war, glaube ich, nicht schlecht im Spiel. Weiß ich jetzt nicht. Hier mal gucken. Gut, dann kann ich den Part hier beenden. Nächsten Folge geben wir Jaffa auf die Fresse. Und sag dann Tschüss, bis zur nächsten Folge.